Brisante am Samstag. Schön, dass Sie auch heute bei uns sind. Auf einem Gehweg, da sollte man sich eigentlich sicher fühlen. Autos haben da wirklich nichts zu suchen, aber bei einem dramatischen Unfall in Osnabrück wurde eine Frau eben von einem Auto erfasst, dessen Fahrer wohl viel zu schnell in einer 30er-Zone fuhr und von der Straße abkam. Zum Kaffee oder auf ein Kaltgetränk im Biergarten sitzen in Tübingen geht das durchaus. Die Stadt setzt auf Corona-Schnelltests. Nur wer einen negativen vorweisen kann, darf zum Einkaufen oder eben auch ins Restaurant. Viele blicken da neidisch drauf und überlegen vielleicht sogar hinzufahren über Ostern. Das jedoch wird nicht gehen. Die Zahl der Tagestickets für Besucher ist begrenzt. Eine Stadt, die wirklich staunen lässt. Ob Mallorca oder ein anderes Ziel im Ausland, ab kommendem Dienstag ist für Urlaubsrückkehrer ein negativer Corona-Test auf alle Fälle Pflicht. Wo man den machen kann, was er kostet und was passiert, wenn der Test positiv ausfällt, auf brisant.de erfahren Sie dann mehr dazu. Seit genau einem Jahr beschäftigt uns diese Pandemie. Seit einem Jahr schauen wir auf Inzidenzen, auf Infektionszahlen und auch auf die Todeszahlen. Und wir wollen heute mal die Schicksale dahinter zeigen. Also Menschen, die diesen Virus nicht überlebt haben. Unter ihnen Ernst Hesse. Er starb an Corona. Zurückbleiben Angehörige mit ihrem Schmerz und vor allem auch den Erinnerungen vom Abschiednehmen in schweren Zeiten. Mal ablehnen, dass Megan mitkommt. Die soll ja im Sommer Mama werden. Der Geburtstermin ist nicht öffentlich, aber sie haben ja gesagt, im Sommer, also wird sie im Juli ein frisches Baby in der Hand halten. Und wenn Megan dabei ist, gibt es ja immer Theater. In Großbritannien ist sie gerade so unbeliebt wie nie zuvor. Und apropos Megan und Theater, die nächste Bombe, die scheint wirklich kurz vorm Platzen zu sein. Auch. Und das ist echt der Kracher, denn Paparazzi in Hollywood haben jetzt Thomas Markle, den Vater von Megan, der ja schon sehr, sehr oft sehr negativ irgendwie Kontakt zu Oprah Winfrey zu bekommen, um ebenfalls ein Enthüllungsinterview loszukriegen. Also der wird es wirklich wissen und der will offensichtlich wirklich nochmal reinhauen. Da bleiben wir auf alle Fälle dran. So, jetzt zu Josh, den haben wir noch getroffen. Kennst du auch? Hast du auch schon gehabt im Interview? Cordula Grün, kennen wir alle, na klar, da wurde richtig getanzt und Josh haben wir jetzt getroffen, was er jetzt so macht. Hören wir auf alle Fälle rein, aber vorher hören wir unbedingt noch in deinen Podcast rein, liebe Susanne, diesmal mit einer Rockröhre, wie man sehen kann schon. Ja, mit Bonnie Tyler und das wird wirklich wundervoll, weil sie hat einen ganz tollen walisischen Akzent, den man auch im Podcast wirklich mal so richtig genießen und hören kann und sie erzählt eine tolle Liebesgeschichte und auch, was sie macht, wenn ein Mann ihr mal dumm kommt. Also ich höre auf alle Fälle rein und wir hören uns und sehen uns morgen wieder, Punkt 17 Uhr. Dir, liebe Susanne, vielen, vielen Dank. Dir auch, Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ja, und so ein bisschen Normalität, die wünschen sich auch Mallorca-Touristen, die jetzt auf die Insel reisen und sich die Lust darauf nicht nehmen lassen wollen. Auch wenn es ab nächster Woche nur mit Test zurückgeht. Und doch, der Urlaub in diesem Jahr hat nicht so viel mit dem Urlaub zu tun, wie man ihn sonst so kennt. Gastronomie gibt es nur draußen und selbst die muss um 17 Uhr dann auch schließen. Und auch sonst ist es ziemlich einsam auf der Insel. Ein Paar aus Stuttgart ließ sich davon aber trotzdem nicht abhalten. Machen wir einen harten Bruch an dieser Stelle. Es wird prominent bei uns und da feiern wir heute einen Flipper. Wer jetzt? Weine nicht, kleine Eva hat ihn und seine Flippers vor mehr als 50 Jahren berühmt gemacht. Olaf Malulewski feiert heute seinen 75. Geburtstag. Und klar, die Flippers haben sich ja vor 10 Jahren von ihren vielen Fans verabschiedet. Aber Olaf, der Flipper, hält weiter die Fahne hoch. Er singt und singt weiter, alles im Flipper-Sound. Und wenn möglich, viele Jahre noch. Das hat er sich zum Ziel gesetzt an seinem 75. Geburtstag. Und wir sagen natürlich Happy Birthday. Und er liebt kostbares Porzellan, hat eine Leidenschaft für all das Schöne im Leben, auch in erotischer Hinsicht. Der adlige Hochstapler Johann von Almen, gespielt von ihm hier, von Heino Ferch, eine Rolle, die von Luxus geprägt ist. Und für den Schauspieler bedeutet Luxus übrigens die ganz kleinen Dinge des Lebens genießen, das einfache Leben im Kreise seiner Familie, am liebsten in der Natur, fernab vom Starrummel.